Vielleicht können wir das irgendwie noch, ein bisschen mehr herausfinden. Schon wieder? Meint ihr, jetzt ruft der ABC-Mörder an, um das Spiel hier auf die Spitze zu treiben? Hallo? Poirot, is that you? Hastings here. Thank you for calling. Have you received a new letter from the murderer? No, thank goodness. How are things in Churston? I questioned Lady Clark, but I will not leave until I have examined everything of interest to me here. Fortunately, Franklin is absent, and I have a skeleton key. Have you seen Thora Grey again? Briefly. But rest assured, I intend to summon her to London soon. She's a fascinating girl. But secretive. I would like to ask her a few questions. Ja, das stimmt. Poirot, she wouldn't hurt a fly. Each to his own, my friend. Yours are pretty orphans, mine old ladies that have the maladies. Poirot, are you mocking me? Sehr geil. No ill intended, rest assured. A bientôt, mon ami. Ah, I love it. Okay, ich will jetzt endlich dieses Ding da aufgeben, wobei diese Kiste ja auch interessant scheint. How am I going to open this trunk? Let us examine it. Ja, lass mal schauen. Also hier sind auf jeden Fall Bänder. Ah, mit Kombination. Wartet. Ich kenne die Kombination. Das wird bestimmt hier das sein. Es kann kein Zufall sein, dass wir uns das auch noch angucken konnten. April 1925. 1925. Das kann kein Zufall sein. How am I going to... Really? That's not it? Kein 1925. Jetzt bin ich sad. Okay, aber hier sind auch Sachen drauf. Hier ist eine 1927 in China. Könnte es natürlich auch sein. That does not appear. Na gut. The on the trunk. What a strange character Franklin is. Ja, das finde ich nämlich auch ein bisschen seltsam, aber gut. Eine Uhrzeit. 31, 28, 5. Ach du Gott. Okay. 7. Ich habe auch so keine Ahnung. Muss ja eigentlich, aber jedes Mal darf es nur eine... Nur eine Zahl sein, oder? Ach, das war's. 7, Doppelpunkt. 7 Uhr. 7 Uhr 20. So, what is this sound? Geil. Ja, hoffentlich den des Öffnens. I should be able to open the trunk now. Solche Koffer sind ja auch ein Fiebertraum, ne? There we are. Oh. Whiskey and other good quality drinks. Mm-hmm. Mr. Clark really has refined tastes. Nichts. Ganz schön leer, der Koffer. Whiskey and other good... Anderen Schubladen ist gar nichts drin. Ah doch, die können wir uns auch noch angucken. Hm. Wenn die jetzt auch leer ist... Ah nee, da ist was. Why has Franklin put an Allen key inside his trunk? Hm. I'll borrow it for a minute. Okay, können wir da oben das auch noch angucken? Ah. Hm.
Warum können wir das nicht benutzen? Haben wir es jetzt benutzt? Hä? Warum geht das nicht? Nee, da will ich nicht hin. Das verstehe ich jetzt nicht. Das ist doch so ein Imbus-Ding, oder? Und jetzt? Hä? Verstehe es nicht. What's happening? Nee, wir kommen nur noch unten oder dahin. Ja, aber das muss doch die Lösung sein, dass wir da jetzt weiter gucken. Macht ja auch das Geräusch? Ist das einfach verbuggt? Ja, jetzt geht's. Ich glaube, das ist einfach verbuggt, Leute. Ich weiß nicht, warum ich das sonst nicht benutzen dürfte. Nee, ich will mir das da oben angucken. Hallo. Das sind ja noch weitere, oder? Weitere Imben. Warum darf ich die nicht benutzen, Leute? Was mache ich falsch? Das, am Ende ist das wieder wie bei der Uhr. Einfach wieder verbuggt. Das nervt mich. Das nervt mich wirklich hart. Ihr seht doch immer, wie das hier flackert, oder? Also ich weiß nicht, warum das manchmal bei mir nicht klappt, die Rätsel einfach zu benutzen. Das ist so blöd. Das ärgert mich total doll. Aber jetzt hier wieder an beiden Sachen nicht. Was mache ich denn falsch? Man zieht es doch drauf. Ein Nullen-Key. It can be used in 5 positions. Ja, und jetzt brauchen wir den einen davon. Muss ich das hier erst umändern, oder wie? Da kann ich gar nicht. Doch, da war eine Hand dran. Ja. A Nullen key. It can be used. Ja, jetzt müsste es dann... Genau. So. Nein. Doch, jetzt kann ich es benutzen, okay. Ja, das ist ein bisschen weird. Okay, dann liegt der Fehler nicht am Game, sondern am Benutzer. Aber ich muss trotzdem sagen, das ist ein bisschen komisch umständlich gemacht, oder? Das fand ich jetzt ein bisschen... Geht irgendwie... Es ist nicht so intuitiv. Aber gut, vielleicht liegt es auch einfach an mir. This engraving is not very easy to understand. I need to sort it out. Das ist wieder so ein Drehding, aber hoffentlich drehen sich die Dinge. Ja, okay. Ich dachte, jetzt ist so wieder eins von. Man dreht. Oh, doch, es ist eins und es drehen sich mehrere. Oh, I hate it hier. Ich muss erstmal raffen. Ah, das mittlere kann man nicht drehen. Okay, man muss es vom mittleren her machen. Hups. I hate it here. Ich hasse diese Art Rätsel.
Franklin must really love his country to have an engraving in his trunk. I think I heard the panel above release. Was? Welches Panel? Oh, ich hab's nicht verstanden. Ich hab nicht zugehört, was passiert ist. Aber hier ist nichts, oder? Okay, ein Siegelring. A signet ring with a code written on it. 1587. It may be useful to me. Okay. Das war's. Das war der Koffer. I finished with this subject. Okay. Ich will jetzt endlich dieses eine Ding auch bekommen. The door is locked. This unit contains the medical records for Sir Carmichael Clark's patients. Let us study them closely and see if there are any familiar names. Ob die erstmal ein Patient da waren? Lots of dust. The records from E to Z have not been touched for years. No known names. Aber die ABC? Disappointing. Was ist mit no denen? No dust on the records from A to D. They've been handled recently. No known names. Disappointing. Oh. Das ist schon disappointing. Krass. Okay, die waren also keine Patienten bei ihm. Waren wir hier I nicht auch durch? That were not there the first time I visited. Oh. Valuers report property. Building land located in Combside, Churston client, Sir Carmichael Clark, April 15, 1935. Court and Brunskill Office. Können wir es öffnen? Court and Brunskill. The name is familiar. Is that not the name of the firm Donald Fraser works for? Warum ist das so verwoben alles? These daggers are only ceremonial weapons. I do not think that the crime weapon is here. Ernest Logan, MD, Brighton Cancer Institute, 201 Dusk Road, Brighton, Sussex. To Sir Carmichael Clark, MD, Combside Churston, Devon. Brighton. Lady Clark, your wife den is suffering from schon. The generalized. I estimate that Lady Clark. Den haben wir schon gelesen, deswegen überspringe ich den mal gerade. Den hatten wir auf jeden Fall schon beim letzten Mal. Okay. Order and method above all. Let us finish examining okay. the mansion while no one is around. Wollten wir eigentlich nur die Schleife hier angucken, aber gut, den Tisch kennen wir ja noch. Gibt hier was Neues? Oh, der eine Dolch ist draußen. Das ist eine Dolch. Und die Brosche von ihr. I've already seen similar daggers. Die Drachenbrosche. A dark dragon for a bright haired maid. See. Attention, Franklin. Task list. A. Ordering Lady Clark remedies. Done. B. Tidying up real estate property files. Done. C. Calling the lawyer about inventory. Done. D. Update the tenant farmer list. Done. E. Update land rent accounting. Done. F. Ordering a restock of arsenic. Done. P.S. I have left on the living room table some of I don't want to keep. The locket and the dagger. I am sure you know why. Thora. Weil es Geschenke waren von Carmichael oder was? Die Spieluhr von oben hört man einfach immer noch.
Das sind aber alles Sachen, die haben wir uns schon angeguckt. Dann können wir die nochmal angucken. Kompass, point to the... Weiß ich nicht, ob das was bringt. They have some... Karte hat man uns auch schon angeguckt, ne? Hier eigentlich nichts Neues. Chinese map. Facsimile. South is on the top of the map. Ah, das Buch können wir uns jetzt mal angucken, oder? Vielleicht? Oder vielleicht ist es doch nicht so interessant. Comside's private collection. Purchases since 1920. The catalog for... Ja, ja, ja. Aber mehr nicht? Okay. Nee, dann ist da auch nichts Neues. Sir Carmichael's Collect. Okay. Hier ist noch ein Wappen. Dann gehen wir nochmal hier in den Vorraum. Jetzt können wir endlich den Tisch hier angucken noch, oder? Dragon's Curse. The Black Dragon's Curse. To Franklin, who will never grow up. January 25, 1928. Car Charlotte. Was auch wieder was für den... Comside, Tristan Devon. Arsenic Trioxide Thallium. Arsen? Oh, die hat Gift bekommen, oder was? Also, die hat Gift geordert. Wie es aussieht. Oh, wir haben nicht in den Spiegel geguckt. Großer Fehler. Müssen wir noch machen. Leute, das brauchen wir. Ihr wisst es doch. Komm. Gib mir die Ego-Punkte. Brauch die. Wunderbar. Jetzt gucken wir uns in hier dem Raum noch um. Also die läuft lange, ne? Die Spiele, die wir aufgezogen haben. Überlegung. Ach du Gott. This plate appears to be able to move, but something is blocking it. This plate appears... Okay. Das sind wahrscheinlich überall. Ach du Gott. Na gut, haben wir noch keine Hinweise, ne? Was bist du? I think the signet ring should be placed here. The plates around the picture appear to have unlocked. I think I've already seen these symbols on Franklin's trophies. Ist das, was er gefangen hat, oder was? Also ich nehme an, einen Menschen hat er nicht gefangen. Das sind Vögel. Oh. Okay. Ich habe keine Ahnung, was ich hier mache. The Lion of Sumatra. Ja. Genau. Sumatra. Okay. Und guck einfach nur. Aber es macht überall Klack, ne? The Alaskan Kodiak Bear. Keine Ahnung, was hier passiert. Okay. Alaska. Kann ich jetzt noch irgendwelche drehen? Nee, oder? Doch. Wir machen keine Geräusche mehr. Die sind fest. Nee. Sind das alles die Sachen, die er dann gefangen hat?
Das hier ist fest. Und hier? Machen wir überall Vögel hin. Australien. Ah, ja, Australien. Südafrika. Südafrika. Also der ist locked. Hier oben haben wir nur die zwei. Wir haben also nicht viele Möglichkeiten zu kombinieren. Aber hier will der keinen mehr machen. Libya. Okay. Ich habe also keine Ahnung, aber wenn ich hier wieder weggehe, dann ist es wieder, ist wieder alles weg, ne? Ich hätte gedacht, dass man halt die Fußabdrücke von dem, was er schon gejagt hat, machen muss, aber... Wir haben noch hier zum Beispiel eins gelockt, also eins war richtig, und wir haben jetzt hier nur noch zwei Dinger. Da gibt es doch eigentlich nicht so viele Möglichkeiten, verschieden zu kombinieren, oder ziehen die draußen dann doch wieder mit rein? Das verstehe ich nicht ganz. Ich verstehe das Prinzip nicht so ganz. Ist irgendwas passiert? Oder wann bin ich hier rausgekommen? African kudu. Okay. I heard the sound of a mechanism. Sure. Strange way of protecting one's safe. Triangulating one's hunting sites on a map. So, was stand hier drauf? A signet ring bearing the Clark's family's coat of arms. A number is written on it. So, die habe ich mir natürlich nicht gemerkt. Hallo, ich will die Nummer wissen, die drauf ist. A signet ring. Ja. Soll die Nummer. Wo ist denn die Nummer? Die ist doch nicht vorne, doch. 1587. Aber die Rätsel sind schon ganz cool. Are very likely going to help me for the rest of the inquiry. Bis auf das verstehe ich wieder nicht. Und das Unrätsel war auch weg. A dozen gold sovereigns. Oh. Some shares for the Southern Railway and some treasury bills. This is not worth much. Hardly enough to justify your robbery. A dozen gold sovereigns. Some shares for the Southern Railway and some treasury bills. This is not worth much. Hardly enough to justify your ja, robbery. Ja, aber eine Robbery war ja auch nie auf dem Tisch, Eton oder? College School Year, 1912-1913. Franklin Clark. School report for Franklin Clark. According to his teachers, Franklin was a good student, but lacked discipline. Sir Carmichael Clark, Kansai Churston, Devon. To Mr. Franklin Clark, Peninsula Hotel, Salisbury Road, Tsim Sha Tsui. Kowloon, Hong Kong. Comside, 1935, January the 12th. Dear Franklin, first, I wish you a good start to a successful new year. I have received your letter dated December 10th. Thanks for defending my interest against Wang, this robber. Things could have got pretty bad if you weren't a real cold-blooded guy. I envy you for that. Things go on here much as usual. Charlotte is moderately free from pain. I wish one could say more. You may remember Thora Gray. She is a dear girl and a greater comfort to me that I can tell you. I should not have known what to do through this bad time but for her.
She has an exquisite taste and shares my passion for Chinese art. No daughter could be a closer or more sympathetic companion. Life has been difficult, but I am glad to feel that here she has a home and true affection. You wrote me you want to stay in China for one more year or even longer. I don't object. The longer you stay, the more opportunities you will have to increase our collection. Nonetheless, you should know that we miss you here, and that Charlotte will be gone by the time you come back. I am, dear Franklin, your truly affectionate brother. Oha. Okay. Jetzt Charlotte Clark, Consul Churston, Devon. To Mr. Franklin Charlotte. Clark, Peninsula Hotel, Salisbury Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong, Consul, 1935, January 1st. I wish you with all my heart a happy year 1935. Writing my greeting cards, I have affectionate thoughts for you. Always smiling as a child, sailing to distant countries and bringing back to us trunks full of wonder. At home, everything annoys me, starting with this young Thora Sir Carmichael is so fond of. I have nobody to share my feelings with, so I write to you. How can I tell you what happens to me? The simplest way the better. I am doomed. I still have 1 year to live, no more. How do I know? I opened the secret drawer of Carmichael and read a letter not addressed to me. In this letter, Dr. Logan tells my husband in the most direct way the truth he conceals from me. Sir, I know. But my husband doesn't know I know. Please don't tell him. And if he shares the truth with you, act as you were surprised. Carr will probably speak in his usual convoluted way, but I wanted to be the first to announce it to you. It does matter to me that you are aware of what happens in Combside. Warm regards, Charlotte. Also hat sie da auch schon die Thora verdächtigt. Seltsam alles.